Kannst du mich nochmal fragen und dann kann ich loslegen? Hi, ich bin Vivian, ich bin 24 Jahre alt und ich unterrichte Deutsch und Erdkunde beim Studienkreis. Zum Studienkreis gekommen bin ich, weil ich mir einfach gedacht habe, ich brauche irgendwie einen Job, der mich aufs Berufsleben vorbereitet. Und viele meiner Kommilitonen waren auch schon beim Studienkreis und dann dachte ich, ist bestimmt eine gute Sache und dann bin ich hier gelandet. Die Eingewöhnung war sehr entspannt, weil ich durfte erstmal hospitieren, das heißt, ich durfte anderen Lehrkräften über die Schulter schauen und dann habe ich meine eigene Gruppe bekommen und durfte mich dann da so ein bisschen austoben. Natürlich war man anfänglich total nervös, aber das wurde dann von Mal zu Mal immer besser. Beim Studienkreis geblieben bin ich, weil es mir einfach total Spaß macht, mit den Kindern zu arbeiten. Es ist super zu sehen, dass die Fortschritte machen, dass man denen wirklich helfen kann. Und die Arbeitszeiten sind total flexibel, das hat mich gerade als Studentin schon angelockt. Und welcher Studi möchte nicht einen krisensicheren Job haben? Das ist schon echt gut. Es ging mir auch einfach um diese Erfahrung, die man machen kann, weil gerade als Lehrerin ist es natürlich schwer, irgendwann vor der Klasse zu stehen und diese Schwelle muss man eben früh genug überwinden, finde ich, dass es einem hinterher auch einfacher fällt. Und das konnte ich beim Studienkreis relativ schnell. Ich würde erstmal jedem und vor allem Lehramtsstudis empfehlen, beim Studienkreis zu arbeiten, weil es einfach eine sinnvolle Tätigkeit ist. Man wird schnell in dieses Szenario geworfen, zu unterrichten. Und gerade das ist, glaube ich, was einen guten Lehrer später ausmacht, dass man da einfach sicherer ist. Und ja. Nochmal? Cool. Ha ha ha!